Okay, wir müssen jetzt theoretisch runter zum Dach, Treppen runter und dann ja, den ganzen Weg nochmal zurück zu Jill. Das ist jetzt natürlich die Frage. Das wird wahrscheinlich etwas länger dauern. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir versuchen es trotzdem. Die Munition macht mir jetzt nur ein bisschen Sorgen. Wenn da so viel bei den Huntern drauf geht, das ist. Oh. Okay, die Treppe war jetzt rechts von mir. Durch die erste Tür. So, und dann hier. Direkt rechts ist die Treppe. Und dann links die erste Tür. Wobei wir theoretisch auch gerade ausgehen können. Ah, nee, da ist, glaube ich, hier eine Barriere. Da kommen wir nicht rum, ne? Ja, also dann links die erste Tür und dann sind wir okay. Treppen sind nie gut. Da kommen Hunter oft hoch oder runter gesprungen. Oh, der lädt schon wieder. Was? Das finde ich nicht gut. Erste Tür links, habe ich gesagt. Okay. Oh ja, ihr werdet jetzt doch garantiert alle rausgestürmt kommen, oder? Natürlich werdet ihr das. Ja, mal, ziel doch mal. Das jetzt hier gerade nur bitte kein Hunter sein. Ja, das waren, glaube ich, jetzt die anderen. Okay, dann schauen wir mal geradeaus durch. Theoretisch kommen wir dann links rein. Obwohl ich wollte eigentlich zum OP-Saal rein, fällt mir gerade auf. Aber da fällt mir noch was anderes auf, dass wir hier noch was nehmen können. Ist das jetzt blau? Nee, immer noch nicht. Ach, weil hier noch ein Schloss ist, okay. Gut. Da müsste ich doch jetzt mit der ID-Karte reinkommen. Die Frage ist jetzt nur, muss ich da überhaupt was machen? OP-Saal? Ich würde sagen, ich lasse das erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass der Impfstoff eventuell auf der anderen Seite ist. Weil das ist ja extra mit dem Stimmencode gemacht. Oh Gott, bitte lass da jetzt kein Hunter drin sein. Hätte mich schon lange angegriffen, glaube ich. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du bettpfannenwechselnde Versagerin. Natürlich habe ich Connections nach oben. Natürlich. Okay, dann bricht er ab. Sturmgewehrmunition, sehr schön. Pistolenmunition. Das heißt aber eigentlich auch wiederum nichts Gutes. Ach, dieses Rennen dann immer im Hintergrund. Ich denke immer, da steht irgendetwas. Komme ich da dran?
Was war das? Sag bitte, dass das kein Hunter war. Ist das eine Tür da hinten? Hallo? Warum kann ich das nicht? Weil er schon tot ist, oder wie? Bart. Tyrell. Bart ist tot. Wurde erschossen. Scheiße, und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Einladung zum Bankett. Sehr geehrter Dr. Bart, es ist mir eine Ehre, Sie herzlichst zu unserem Bankett am 10. September im Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeichef Brian Irons und andere berühmte Mitglieder unserer Gesellschaft. Donnerstag, 10. September 1998. Orient Restaurant, Central Hotel, 1. Stock. Wir wären geehrt, wenn Sie teilnehmen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Greg Tester, Senator. Handschriftliche Notiz. Nate, ich werde das Gesetz für deine neue Arznei Mitte August vorlegen. Bring das Geld. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Die steht auf Brünetten, oder? Soll wahrscheinlich heißen, du stehst auf Brünetten oder so. Ich lasse es Irons wissen. Okay. Kam von der Tür, oder? Bitte kein Hunter. Ich habe gerade so Panik, dass hier überall Hunter jetzt kommen. Und wir kriegen ja auch so viel Munition gerade. E-Mail von Naval Board an Greg Tester. Betreff, erbitte umgehend Antwort. Greg, ich weiß, du schaust dir die Nachrichten an. Dieses Virus wird unser ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Du bist nicht sicher. Allerdings warst du mir immer ein guter Freund. Also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier in meinem Besitz eine Dosis des Impfstoffes gegen das Virus. Der heilige Gral. Und sie ist nicht für meine Familie. Nicht für irgendwelche Liebhaberinnen von mir. Nein, Greg, sie ist für dich. Ich weiß besser als jeder sonst, dass du die Zukunft der USA bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Greg, musst du mich verdammt nochmal hier rausholen. Sofort. Und ohne, dass Umbrella Wind davon bekommt. Frag für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindung. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung des UBCS auftreiben kann. Ich halte dir den Rücken frei und du mir meinen. Das ist doch gar nichts im Vergleich zu den Partys, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich, mir läuft die Zeit davon. Nate. Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart. 29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. All das Unheil von Raccoon City begann mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Jill wusste von all dem. Und vertraute mir trotzdem. Ist der Impfstoff hier?
Ja. Nein. Scheiße. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ach so, den Kassettenrekorder. Moment, den Kassettenrekorder kann ich wegwerfen. Ja, normalerweise mache ich das ja nicht, aber in dem Fall werfe ich es jetzt wirklich mal weg. Ja, nein. Hallo, wegwerfen. Ja. Okay, Jill, halte durch. Dieses Klappern und so, das macht mir irgendwie sehr große Sorgen. Also ich meine. Sie, ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Ja, frag mich mal bei den ganzen Hunter hier drin. Ja, das heißt, ich muss jetzt unten zu Jill rüber und wahrscheinlich werde ich da noch einiges noch als Gegenwehr bekommen, gehe ich mal stark von aus. Ich muss mich immer gerade aushalten. Und dann die erste Tür links. Oh Gott. Oh, hier ist noch ein ganzer. Oh. Noch ein ganzer Komplex sehe ich jetzt gerade. Okay. Ja, aber mehr Sorgen machen mir die Hunter. Ich habe aufgeladen. Ich habe aufgeladen, okay. Ich wusste es. Auf den Kopf zielen. Alles klar. Das sagst du mir jetzt? Bist du denn des Wahnsinns? Oh. Kopf. Okay, das erklärt, warum ich den einen nicht so richtig treffen konnte, als er von hinten kam, ne? Also, als ich den von hinten nur gesehen hatte. Oh Gott. Klang jetzt irgendwie etwas seltsam. Okay. Schräg rechts durch zwei Türen und dann linke Seite. Du wirst schon wieder chill. Oh mein Gott, was habe ich jetzt alles dabei? Den Impfstoff habe ich dabei. Ja gut, die Karte müssen wir auch behalten. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt vorher nochmal speichern sollten, keine Ahnung. Ich gebe dir jetzt erstmal den Impfstoff. Mich jetzt erschrocken. Tara, was ist passiert? An alle Einwohner. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren.
Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Ich wollte gerade sagen, aber jetzt bitte nicht, bevor wir abspeichern können. Also sammeln wir hier nochmal alles. Ein Erste-Hilfe-Spray ist jetzt neu dazu gekommen, aber sonst nichts, Leute. Okay. Das hört sich ja so an, als ob ich jetzt hier groß was verteidigen muss. Das heißt, ich werde da wohl erstmal... Achso, die Karte brauchen wir sowieso nicht, sehe ich gerade. Dann tun wir die auch direkt mal weg. Das Erste-Hilfe-Spray tun wir auch mal weg. Nehmen dafür aber noch ein Kraut mit. Die Blendgranaten... Habe ich nicht noch normale Granaten mit dem bekommen oder habe ich die nur mit Jill bekommen? Doch, drei normale Granaten haben wir auch noch. Dann nehmen wir die auch mit, würde ich mal sagen. Weil die Blendgranaten, die bringen uns ja jetzt nicht so wirklich was momentan, ne? Ich meine, man weiß es nicht. Die können wir nochmal kombinieren. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel Munition. Dann... Schnellzugriff auf rechts für die normalen Granaten. So, und nochmal schnell abspeichern. Da sich das Ganze jetzt danach anhört, als ob wir wirklich einen doch etwas größeren Sturm auf uns abwehren müssen und so wie es aussieht auch komplett alleine leider, würde ich sagen, dass wir hier nochmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns diesen Ansturm dann im nächsten Video ansehen. Bis dann. Ciao.